Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Suicide Squad Killer Justice League ist draußen und ich habe für euch heute in diesem Video meinen ersten Crafting-Einsteiger-Guide dabei. Falls ihr also noch gar nicht wisst, was mit dem Crafting los ist, dass es überhaupt ein Crafting gibt in dem Game und welche Möglichkeiten euch da zur Verfügung stehen, dann seid ihr bei diesem Video heute genau richtig. Ich werde euch die Grundlagen quasi erklären, welche NPCs es gibt, was ihr bei diesen NPCs machen könnt und worauf es vielleicht auch noch zu achten gilt. In diesem Sinne steigen wir ein und beginnen einfach auch mit dem ersten NPC, den ihr, ich glaube, im Spielverlauf auch freischaltet. Denn ihr habt am Anfang nicht alle NPCs für das Crafting schon verfügbar, sondern erst im Laufe der Story werden diese NPCs dazukommen, damit ihr auf sie zugreifen könnt. Und ihr müsst auch teilweise Missionen absolvieren, um bei den NPCs diese bestimmten Funktionen oder zusätzliche Funktionen freizuschalten. Also nicht wundern, wenn ihr im Game seid und nicht sofort Zugriff auf alle Crafting-Möglichkeiten habt oder auf alle NPCs. Das erwartet euch im Verlauf des Spiels. Den ersten, den ihr, glaube ich, bekommt, ist der Pinguin. Pinguin kennen die meisten und Crafting bietet er auf jeden Fall an. Und ihr verdient zum Beispiel auch durch die Story bestimmte Beute und die werden euch auch, also diese Beute wird euch als Crafting-Rezept hinzugefügt. Das heißt, wenn ihr erstmal diese Beute loswerden wollt, irgendwann im Spielverlauf, aber dann später sagt, hey, diese Waffe, die ich da mal hatte, die so und so war von den Eigenschaften, die möchte ich doch gerne mal wieder haben, dann könnt ihr beim Pinguin mit diesem Crafting-Rezept diese Waffe erneut herstellen und sie dann eben auch durch Crafting weiter verbessern. Was ihr da machen könnt, kommt jetzt im Laufe des Videos auch noch. Also das finde ich eine coole Möglichkeit, einfach das in petto zu haben, was ihr bereits freigeschaltet habt an coolen Items, die ihr als Missionsbelohnung bekommen habt, das könnt ihr beim Pinguin zum Beispiel machen. Ihr könnt aber beim Pinguin auch das Überarbeiten beginnen und dadurch werdet ihr alle Eigenschaften eigentlich eines Gegenstands neu auswürfeln. Und das bietet euch einfach die Möglichkeit, einen Gegenstand komplett nochmal zu verändern. Und auch das könnt ihr beim Pinguin tun und einfach mal ausprobieren. Grundlegend sei gesagt, alles, was ihr bei diesen NPCs tun könnt, kostet euch natürlich auch Spielwährung oder Ressourcen, die ihr während Missionsabschlüssen bekommt, während Kämpfen bekommt. Einfach durch eure Spielaktivität sammelt ihr bestimmte Ressourcen und die müsst ihr einsetzen natürlich, um solche Crafting-Aktivitäten und so weiter machen zu können. Das nur mal kurz auch noch zwischen reingeschoben. Jetzt kommen wir schon zum nächsten NPC, nämlich zum Toyman. Und beim Toyman ist die Modifikation eigentlich die erste große Sache, die man machen kann. Man kann also die Augmentationen von jedem Gegenstand neu würfeln und aus drei neuen zufälligen Augmentationen wählen. Ihr könnt dann sagen, ich möchte das wählen, was jetzt hier neu ausgewürfelt wurde. Oder ihr könnt sagen, ich möchte das behalten, was ich bereits hatte, weil das Neue, was ausgewürfelt wurde, das passt mir jetzt mal gar nicht. Ja? Und die zweite Stufe beim Toyman ist des Totes, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist ein bisschen ein höherer Schritt als die Modifikation, denn ihr könnt hier gezielt eine Augmentation neu auswürfeln. Und ihr bekommt dann eine Liste von möglichen neuen Augmentationen für diesen einen Slot. Und ihr könnt dann auswählen, welchen ihr davon haben möchtet. Also sehr gezielt auswählen, hey, ich möchte lieber das, weil das passt mir besser, oder ich möchte lieber das haben. Es ist also nicht ganz so zufällig wie die Modifikation, die wir jetzt als erstes beim Toyman erklärt haben. Also deswegen sehr wahrscheinlich auch von den Ressourcenkosten eine teurere Angelegenheit. Das ist aber nicht alles beim Toyman, denn die dritte Stufe ist das Eliting. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber das ist die mächtigste Funktion beim Toyman. Denn ihr habt die Möglichkeit, alle Augmentationen von einem Item an euren Build anzupassen. Also wirklich ein Item so zu modifizieren, dass es genau euren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Dementsprechend wird natürlich auch diese Möglichkeit die teuerste von allen sein, weil hier ist wenig mit Zufallseffekt dabei, sondern ihr könnt konkret auswählen, was ihr möchtet und was ihr nicht möchtet. Das finde ich sehr cool, dass man so eine Möglichkeit hat. Man muss zwar wohl auch viel Ressourcen einsetzen, bekommt aber dann auch wahrscheinlich genau das raus, was man wirklich auch in diesem Moment haben möchte für sein Build. Als nächstes kommen wir zu Ivy. Die habt ihr mit Sicherheit schon gesehen in ihrer kindlichen Form. Und ihr habt hier zum einen die Möglichkeit, Nahkampfwaffen mit Zustandseffekten zu versehen, wie zum Beispiel Frost. Und das ist natürlich eine coole Sache,
weil es dann Sachen gibt, die miteinander sehr gut harmonieren. Wenn ihr zum Beispiel an Feinden, die gefrostet sind, mehr Schaden anrichtet durch irgendwelche Items, ist es natürlich gut, wenn ihr mit eurer Nahkampfwaffe erstmal den Feind frostet und dann diese besonderen Skills oder einfach Feuer drauf richtet auf die Feinde, um mehr Schaden zu verursachen. Hier gibt es viele verschiedene Zustände zur Auswahl. Ihr könnt euch entscheiden, welchen ihr da auf eure Nahkampfwaffe draufpacken möchtet und dann das Ganze da draufpacken. Kostet natürlich dann auch ein bisschen Ressourcen, aber könnte es natürlich wert sein, besonders wenn ihr gerade viele coole Items gefunden habt, wo euch plus Schaden zum Beispiel auf gefrostete Feinde gibt. Was Ivy aber auch noch kann, nennt sich Supercharging, zumindest auf Englisch. Und das bedeutet eigentlich, dass die Effekte, die ihr verursacht durch eure Nahkampfangriffe mit diesen Zuständen, dass diese Zustände einfach noch länger dauern und ihr auch ein größeres Zeitfenster habt, um diese Zustandseffekte beim Feind auszunutzen. Also zum Beispiel einfach längerer Frost. Ja, bei den Feinden habt ihr natürlich auch mehr Zeit, viel Damage anzurichten. Was euch dann noch in der Basis erwartet, ist natürlich Hack. Hack wird euch helfen, eure Talente zu verbessern. Die hat also was mit den Skillbäumen zu tun. Und ihr findet noch einen NPC namens Aaron Cash. Da geht es um die Drohnen, die in Metropolis unterwegs sind. Die haben normale Bürger gefangen genommen von Metropolis. Und ihr müsst die befreien. Je mehr ihr davon befreit, habt ihr bessere tägliche Belohnungen, die ihr abholen könnt. Da bekommt ihr solche Drops aus Kisten raus. Und je mehr Bürger ihr befreit habt, desto besser und höherwertiger ist die Beute. Das heißt, diese ganzen NPCs lohnt es sich für euch abzuklappern und natürlich auch vielleicht täglich sich darum zu kümmern, dass man die coole Beute abholt. Denn umso mehr könnt ihr natürlich auch den sonstigen NPCs rausziehen, euer Crafting verbessern, mehr Ressourcen anhäufen und so weiter und so fort. Ich hoffe, damit habt ihr erstmal einen groben Leitfaden, was ihr machen könnt, bei welchem NPC. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr in Zukunft noch einen Aufbau-Guide auf diese Basis haben möchtet. Dann gehen wir noch tiefer ins Detail und schauen uns das direkt auch in-game an, mit Gameplay, damit ihr einfach sehen könnt, was genau man wie machen kann. Und falls ihr es auch mal in einem Livestream sehen möchtet, schaut natürlich gerne in der Videobeschreibung vorbei. Ich werde das Spiel regelmäßig streamen und weiterhin auch hier auf dem Kanal mit Content versorgen. Euer Abo ist liebend gern gesehen. Ich danke jedem für seine Unterstützung und freue mich natürlich auch auf gemeinsame Sessions im Spiel. Bis bald, Leute. Viel Spaß weiterhin im Game und auf Wiedersehen.